Weiter geht's, meine Lieben, mit einer neuen Folge Far Cry 4. Immer noch hier in dieser Army-Gegend, wo ich jetzt ganz dringend da hoch muss und die Army auslöschen soll. Schauen wir mal, ob ich das schaffe. Warum rennt ihr weg? Ich hätte euch fast erschossen. Nee, das ist natürlich schon klar. Erstmal Instant Takedown. Schon mal nice. Und da oben kriege ich wahrscheinlich so nicht. Aua, aua, ich brenn! Nein, ich brenn! Ich bin tot, weil ich gebrannt habe. Wieso passiert immer mir sowas? Jetzt muss ich da wieder hochrennen. Was für eine Kacke. Jetzt ist Sniper, ne? Jetzt ist Sniper. Kann ich auch hoch da drüben? Los, hoch damit. Hoch da, hoch da, hoch da, hoch da, hoch da, hoch da. Hallo? Dödel. Oh, lol. Wer hat die Schrotze? Nein, 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 nein. Hey, yeah, lol. Tötet keine unschuldigen Zivilisten. Was habt ihr für ein Problem? Dip. Ha, Dip. Deppen. Deppen, deppen, deppen. Ist jetzt gesäubert? Ich muss kurz durchsuchen hier. Untersuchen. Oh, hinter mir, hinter mir, hinter mir. War da noch einer? Ich habe doch gerade gesehen noch auf der Karte. Ich habe ihn noch gerade gesehen. Wo ist er hin? Hä? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er, der Stricher? Oh, hinter mir. Ach, das ist so ein verrückter Freak. Wo ist er? Sehr gut. Ja! Die sind so krank, die versuchen immer noch einen zu töten, obwohl sie schon lang brennen. Eigentlich tot sind. Da ist noch was, oder? Zumindest gerade angezeigt. Jetzt nachladen. Hier? Ach, der. Oh, jetzt ein Raketenwerfer instant, gell? Das wäre schon richtig nice. Ich glaube, einen habe ich. Ja, die sind platt. So, erstmal stumpf durch die Gegend schießen. Aber wie viel kamen da jetzt neue dazu? Wo sind sie? Wo sind sie? Da. So. Immer noch der Heli. Wo ist der Rest, hä? Wo ist der Rest? Wir Soldaten auf dem Weg zur Gemeinschaftsbunker. Da ist Badra untergebracht. AJ, hol sie da raus. Ich komme! Dein Gesicht. Oh, jetzt ist spannend, jetzt ist spannend. Jetzt ist spannend. Munition, gib mir Munition. Alter. Hau ab. Er brennt. Er brennt. Noch einer. Hier brennt alles. Jungs, Mädels, hier brennt's. Was macht denn jetzt? Ach, da. Ha, Depp. Vater, Vater, wo bist du? Scheiße, ich sehe sie nicht. Runter. Badra! Da!
bin okay. Die Menschen müssen sie sehen, das beruhigt sie. Sie ist nur ein Kind, Zaballe, und sie ist verängstigt. Ich bringe sie heim und dann kümmern wir uns um das Volk, okay? Danke. Alles wird gut. Kein Problem, Schnuckiputz. Das ist also der Preis für AJs Rettung. Wir attackieren Pauls Haus, er schlachtet ein ganzes Dorf ab. Das ist nicht AJs Schuld, sondern meine. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Sie haben den Außenposten. Und sie haben Geiseln. Gut. Erst den Außenposten. Ohne ihn können wir nichts machen. Komm. Gut. Nächste Mission. Außenposten erstmal holen wahrscheinlich. Zurück zum Absender. Mission beendet. Soweit, so gut. Jetzt gehe ich doch mal schnell in einen so einen Shop hier rein. Wenn ich den finden sollte. Hier. Und vertick mein ganzes Shit hier. Oh, neue Waffe. AK-74. Oh, nice, nice. Nice, nice. Alter! Okay, danke. Verkaufen. Ja, ich kann doch bestimmt normalerweise Schnellverkauf machen, gell? Ja. Okay, Tierfälle bleiben auf jeden Fall da. Munition. Schützen-Upgrade. Ach, Schützenhilfe. Was ist Schützenhilfe? Brauche ich nicht, oder? Nee. Aber Waffen. Inventar auffüllen? Ja, komm. Mach mal. Wie viel habe ich denn überhaupt? Wie viel Geld? Wo ist es denn? Ah, da, 47.000. Kaufen. Steinwaffen. Seitenwaffen, meine ich. Seitenwaffen. Waffen. Da kann ich jetzt einiges kaufen. Einzigartiges habe ich tatsächlich auch schon was. Und zwar den Sixer. Keine Ahnung, was ich damit anstellen kann. Normale Waffen. Ich hätte ganz gern den hier. Ich glaube, das ist so eine Art Sniper. Die hätte ich ganz gern. Aber ich habe Geld genug. Geil. Ein Sniper kassiere ich natürlich sofort. Ja, komm. Tausch mal aus. Angesichts des Krieges hast du Glück, dass du. Wahrscheinlich hätte ich sie gar nicht kaufen müssen, sondern die bestimmt auch sammeln können oder so. Ja, was war da noch? Ja, Bruder, wir müssen reden. So, hey, wo ist da was? Ich werde in Banapur gebraucht. Amita konzentriert sich auf den Außenposten. Also musst du den Geiseln helfen. Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber sie müssen gerettet werden, bevor wir den Außenposten zurückerobern. Aber Amita sagte... Der Außenposten ist wichtig. Aber das Leben der Geiseln sollte höchste Priorität haben. Das Volk von Kyrat ist auf den Schutz des goldenen Pfades angewiesen. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Rette die Geiseln, Bruder. Mache ich, Bruder. Und zwar fliege ich damit erstmal rum. Ja. Ja, ja. Sehr nice. Okay, aber ich weiß nicht genau, ob das das beste Ziel für einen Roy ist. Ich denke nicht. Ist bestimmt wahrscheinlich auch nicht die beste Sniper. Aber besser als gar nichts, schon mal. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Nichts ist schöner als fliegen. Ein Traum. Ein echter Traum. So. Voll geil. Voll geil einfach nur. So, ich muss mich jetzt echt tatsächlich mal ausnahmsweise nicht um die Dinger kümmern. Was war da? War da ein Fuchs? Nee. Gut, wie habe ich denn nochmal Sachen geworfen? So nicht. Ach, mit T. Mit T, gell? Ja, genau. Aber es war nur ein Stein. Es sind Rotfüchse wieder. Oder Rotwölfe. Da kann ich mir noch einen Preis geiern hier. Komm, da komme ich einfach rein. Ja, lell. Tschüss, ich geh jetzt hier rein. Ist mir am Arsch, ey. Ich glaube, es hackt. Munition. 34.000 habe ich hier bekommen? Und ultra viel Munition? Na klasse. Komm her schon. Ja, lell. Ja, lell. Lell. So. Alter, was sind das für Viecher? Scheiß Rotviecher. Pisser.
Schlimmer als Wölfe, ey. Rothund. Messer rein, Gedärme raus. Messer rein, Gedärme raus. Gut, die kassiere ich jetzt natürlich noch, wenn ich schon mal da bin. Wäre schmarrer, wenn ich da einfach gau wert. So. So, aber die ist interessant. Schwein? Oder Affe? Oder Affenschwein? Oder ein Christschwein? Fragen über Fragen. So. Außenposten ist hier. Ist natürlich ein perfekter, ultra geiler Sniperpunkt. Aber ich sehe halt doch keinen Schwanz, gell? Muss ich noch ein bisschen näher ran, dass die erstmal rendern. Ach nö. Ich schon wieder. Hey, was ist da? Tapirs. Nice. Brauche ich aber, glaube ich, noch nicht. Aber ich werde auf jeden Fall auch nochmal im Laufe des Let's Plays jagen gehen. Ich weiß aber noch nicht genau, ob das ins Let's Play reinkommt. Oder ob das im Stream dran kommt. Ich möchte ganz gern hoch. Das lasse ich meine Community entscheiden. Ey, Bro, ich will gar nichts von euch. Oder? Was habt ihr für mich? Habt ihr irgendwas Cooles für mich? Was ist hier? Mein Betthaus. Ach, leck mich doch am Arsch mit deinem Betthaus. Lass mich rein. Oder muss ich einbrechen? Oder ist es hinterm Haus? Nö. Hier? Nö. Auf dem Haus? Nö. Hier rein? Hier rein. Oder? Hier. Nimm mal das. So, was ist das? Das komische Blaue da noch. Ah! Ratsch, runter damit! Propaganda! Nice! Oh, da sind jemand. Irgendwelche Leute in Gefahr, glaube ich. Okay, jetzt ist ganz ruhig. Ach ne, hier noch gar nicht, oder? Doch, hier. Oh, doch, ja. Hier ist gar kein Scharfschütze. Scheiße, das sind definitiv mehr als 10 Schuss. Ja, lol. Ja, lol. Nope, das so nicht. Hau rein. Ja, toll. Okay, so nicht. Gut, aber da komme ich auch hoch, sehe ich gerade. Und hier ist nochmal ordentlich Geld oder so. Halten zum Lesen. Ja, schön. Klettern. Ah, die Kisten sind wieder davor. Hier. Und da hinten wahrscheinlich noch eine. Wo ist er denn jetzt? Hä? Muss doch hier sein. Ach da. Blind! Sehr gut. So, direkt mal hochklettern. So, und wie soll ich die jetzt beschützen, ne? Mit so ein bisschen Waffenzeug. Wie beschütze ich die jetzt problemlos? Das wird, glaube ich, gar nicht so einfach. Glaube ich. Scheiße. Ach Scheiße, was ist denn los heute? Scheiße. Okay, ich hau, das haut nicht so wirklich hin, ne? Okay.
So wird das nicht. So wird das nicht. Okay. Dann doch eher auf den hier. Und ich muss ja doch langsam und leise vorgehen. Vielleicht ist es vernünftiger. Ach, Scheiße. Sag mal, wie viel Schuss brauchen die denn? Wo sind die anderen? Nein! Ich muss das unbedingt leiser machen. Vor allem finde ich die anderen auch nicht. Endmadig. Ich mag den nicht immer hochklettern. Das ist Bullshit. Das ist absoluter Bullshit. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie die Geiseln jetzt erschießen. Tun sie auch nicht. Positionswechsel machen. Okay. War das ein Schuss? Nee, nee, war keiner. Er kann da nicht ewig drin bleiben. Nein, du wüsstest. Okay, da kommen sie. Ja, jetzt kommen sie. So. Gut, binde die Geiseln los. Endlich. Die Geiseln sind sicher, Sabal. Du machst deinem Vater alle Ehre, AJ. Genau das war seine Absicht. Bitte. Deshalb gründete er den Goldenen Pfad, um seinem Volk zu helfen. Hey, ich bin nicht wegen meinem Vater hier oder wegen dem Kram. Wir könnten trotzdem Hilfe brauchen. Sieh nur, was du bisher schon erreicht hast. Ich weiß, ich verlange sehr viel von dir. Aber wenn du den Goldenen Pfad hilfst, bringe ich dich nach Lakshmana. Das verspreche ich dir. Wir finden es gemeinsam. Danke, Sabal. Jetzt muss ich erst... Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich dich erstmal retten, aber... Scheiße, wo ist der Rest? AJ, hier ist Amita. Ich weiß, dass Sabal dich beauftragt hat, die Geiseln zu retten, statt den Außenposten einzunehmen. Das ist okay. Du bist neu hier und Sabal kann sehr überzeugend sein. Ich wollte nur meinen Beitrag leisten. Und das weiß ich zu schätzen. Aber du musst das große Ganze sehen. Ich hatte den Angriff auf den Außenposten schon vorbereitet. Aber jetzt muss ich meine Männer anders einsetzen, damit sie die befreiten Geiseln beschützen. Wovor denn beschützen? De Pleur. Er verliert nicht gern sein Spielzeug. Siehst du es nicht, AJ? Es gab einen Plan und du hast ihn über den Haufen geworfen. Es wird dauern, bis die Sache mit Geklör geregelt ist. Bis dahin haben die Soldaten im Außenposten viel Zeit, sich einzugraben. Nicht, wenn ich helfen kann. AJ, einen Außenposten allein anzugreifen wäre Selbstmord. Warte, bis ich Unterstützung schicke. Ich kann das schaffen, Amita. AJ, tu's nicht. Tja, sagte sie. Und dann war's das schon. Klar mache ich den allein. Wie in allen Far Crys mache ich den allein. Meine Güte. Und solange ich hier noch... Wieder leuchtet. Freaky. Den habe ich doch schon, ne? Ja, ich glaube, das ist der. Ja, ich lasse euch frei, aber ich finde den letzten nicht. Ach da. Hallo. Ich kann dir nur das hier geben. Ich danke dir.
Kein Thema. Tschüss. AJ, AJ, AJ. Oh, Pagamin. Ja? Alles gut. Ich wollte nur sehen, ob du mir zuhörst. Lol. Der ist so hart drauf, der Kerl. Gut, meine Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.